Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Final Fantasy XIV Dungeon Guide. Heute machen wir Zomal, den nächsten Dungeon in Heavensward. Und ja, ich hoffe, ich kann euch ein bisschen helfen und wünsche euch viel Spaß. Auf dem Weg zum ersten Boss haben wir erstmal zwei kleine Mobs, die wir mitnehmen können. Bis zur nächsten größeren Gruppe. Passt hier ein bisschen auf, denn der Drachenwurz, der sollte hier schnellstmöglich und zuerst besiegt werden. Denn der lässt ein paar Pollensäckchen spawnen, die Gift-AOE machen, sobald sie explodieren. Also passt hier ein bisschen auf, dass er da auch nicht in der Nähe steht, weil der Giftschaden hier leider nicht sehr toll ist. Im nächsten Areal gibt es drei dieser Drachenwurzel. Ihr müsst aber nicht alle drei auf einmal machen. Ihr könnt auch erst den ersten machen, um euch das Ganze zu erleichtern. Ansonsten könnt ihr natürlich auch alles zusammenziehen, ganz hinten erledigen. Bedenkt aber, dass der erste Drachenwurz trotzdem schnellstmöglich besiegt werden muss, weil ihr den dann weiter hinten schlechter erreichen könnt oder auch schlechter besiegen könnt. Das sei euch überlassen und ja, dann geht's auch schon zum ersten Boss. Raskovnik ist unser erster Boss und es gibt ein paar Sachen, die man hier beachten sollte. Zuerst der Säureregen, der lässt unter jedem Mitspieler einen AOE-Schaden fallen, dass man ausweichen muss. Stellt euch am besten da einfach nicht rein, das macht nämlich ordentlich Schaden. Gefolgt wird das Ganze vom süßlichen Geruch. Hier ist es jetzt so, dass einige Bienen spawnen und ein zufälliger Mitspieler kriegt einen gelben Marker. Nicht so wie ich hier, stellt euch nicht zu der Biene, wenn ihr den gelben Marker habt, denn derjenige mit dem gelben Marker wird rangezogen und wenn die Biene da daneben steht, wird diese Biene aufgegessen und der Boss kriegt einen Damage Plus Buff. Das ist nicht sehr toll, deswegen schaut, dass der die Bienen zuerst besiegt. Wenn der Schaden allerdings gut genug ist, dann könnt ihr auch direkt auf den Boss euch konzentrieren und total viel Damage fahren, wenn ihr wollt. Das sollte auch klappen, funktioniert auch. Und ansonsten gibt es bei dem Boss hier nichts weiter zu beachten. Im Nachhinein castet trotzdem der Boss noch ein paar andere Fähigkeiten. Und zwar einen AOE-Schaden auf die ganze Gruppe, den der Heiler einfach heilen muss. Und einmal eine Fressattacke, nenne ich es jetzt einfach mal, die den Riesenappetit hier. Da müsst ihr einfach nur vom Boss wegbleiben, damit ihr den Schaden nicht abkriegt. Nach dem ersten Boss geht es dann weiter mit dieser Zweiergruppe hier. Die könnt ihr auch einfach mitnehmen und weiter vorne besiegen. Hier steht dann eine zweite Zweiergruppe, die auch kein großes Problem darstellen sollte. Wir sehen den Drachen hier an der Seite. Hier wird immer ein zufälliger Mitspieler angewählt, der einen AOE-Flächeneffekt unter sich bekommt, den einfach ausweichen. Und dann sollten auch die Gegner hier kein Problem sein. Der Drache kommt dann auch mal runter zum Angreifen, verschwindet aber recht bald wieder, aber auch das sollte kein Problem sein. Dann geht es ähnlich weiter wie bei der ersten Gruppe. Ihr habt erst die Zweiergruppe hier, die ihr weiterzieht. Und ja, hier haben wir dann eine Dreiergruppe mit einem Eisdrachen, der spawnt. Der Eisdrache lässt ein paar Eisbrocken spawnen. Die hier besiegt am besten schnellstmöglich, weil der hier weitere Gegner spawnen lässt. Kleine Eishexagone. Die sind auch groß, kein Problem. Die haben nicht viel Leben, also könnt ihr die relativ schnell besiegen. Und auch der Eisdrache wird irgendwann zu Besuch kommen, euch hier einen Besuch abstatten und auch gleich wieder verschwinden. Myrrh ist unser zweiter Boss in Zomal, ein Dinosaurier mit sehr interessanten Mechaniken tatsächlich. Also hier gibt es dann schon noch einiges mehr zu beachten als bisher. Messerscharfe Schuppen ist ein Cast, der auf einen zufälligen Mitspieler geht, also hier einfach nur rausgehen. Gefolgt wird das Ganze von einem Urgebrüll und hier wird es dann schon interessant. Der Urgebrüll ist dann aber eher auf die ganze Gruppe und lässt gleichzeitig vier Schleime spawnen. Die Schleime könnt ihr besiegen, das würde sich auch anbieten.
Wichtig zu wissen ist, dass der Boss irgendwann einen Schleim an sich nimmt. Wenn ihr einen blauen Marker über euch habt, dann geht von der Gruppe weg und nehmt den Schaden alleine, so kriegt ihr am wenigsten Schaden. Bei einem roten Marker fällt dies genau andersrum. Stellt euch zusammen, verteilt den Schaden, denn so ist der verteilte Schaden am geringsten. Und wenn ihr auch das beachtet, dann kommt ihr da, ohne viel Schaden zu nehmen, ganz gut raus. Das Ganze passiert noch einmal nur, dass ein großer grüner Schleim spawnt. Den hier müsst ihr unbedingt zuerst besiegen und schnellstmöglich besiegen, weil der hier einen sehr großen AOE-Schaden macht, je mehr Leben er noch hat. Also passt da ein bisschen auf, macht euren ganzen Damage-Output auf den großen grünen Schleim. Und dann ist auch der zweite Boss kein Problem hier. Nach dem zweiten Boss geht es weiter mit einer Zweiergruppe, die auch wieder von einer Zweiergruppe gefolgt wird. Die vier Gegner müsst ihr dann hier auch zuerst besiegen, bevor ihr dann einen weiteren Gegner besiegen müsst, der hier durch den Stein bricht. Und wenn ihr diesen besiegt habt, dann werdet ihr wieder Besuch von einem Drachen kriegen, von einem dritten, den ihr bisher noch nicht gesehen habt. Das Ganze wird unterstützt von den zwei Drachen, also den Feuer- und den Eisdrachen, den ihr vorher schon mal gesehen habt. Die Mechaniken sind die gleichen, also die Eiskristalle besiegen, aus den Feuerkristallen oder Feuerflächen rausgehen. Und ja, auch die kann man dann letztendlich komplett besiegen. Der Endboss in Somal nennt sich Tioman. Wenn ihr der Tank seid, dreht den Boss unbedingt nach hinten, denn der AOE-Effekt nach vorne, der sollte nur den Tank treffen und nicht die Gruppe. Das würde sonst sehr schnell zu einem sehr großen Schaden oder einem Vibe führen. Gefolgt wird das Ganze von einem Chaosknall. Ihr müsst hier viel in Bewegung bleiben. Es gibt sehr viele AOE-Effekte, denen ihr ausweichen müsst. Also seid da ein bisschen auf der Hut und dann ist das auch kein Problem. Mit dem Komet werden zwei verschiedene Mitspieler ausgewählt, die jetzt einen grünen AOE-Effekt, später auch drei, kriegen. Legt den seitlich oder ganz außen an der Wand ab und sobald ihr den abgelegt habt und diese Flächen hier erscheinen, lauft wieder weg oder schnellstmöglich weit weg davon. Denn je weiter weg ihr seid oder steht von den Kometen, desto weniger Schaden bekommt ihr auch. Das Ganze rotiert sich alles ein bisschen. Wenn ihr gewisse Prozentzahl abgezogen habt, verändert sich Tioman. Ihr müsst hier dann den linken und den rechten Flügel von Tioman auch unbedingt schnellstmöglich besiegen und runterhauen. Denn wenn ihr das nicht in der vorgegebenen Zeit schafft, dann gibt es hier einen Vibe und ihr müsst den Kampf von neu machen. Wenn ihr die Flügel besiegt habt, dann wiederholen sich die Mechaniken letztendlich alle nochmal. Außer beim Komet ist es so, dass jetzt drei Spieler ausgewählt werden. Also hier auch wieder darauf achten, dass ja, ihr weit weg genug steht und dann sofort wieder in die andere Richtung läuft, damit ihr so wenig Schaden wie möglich bekommt. Und wenn ihr die Sachen beachtet, dann sollte auch dieser Boss hier kein Problem sein. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zeigen, ein bisschen helfen mit diesem Guide. Ich würde mich über ein Abo freuen. Schaut doch auf Twitch vorbei, wenn ihr auch Live-Hilfe braucht oder auf meinem Discord-Kanal. Alles ist verlinkt in der Videobeschreibung und ja, ich wünsche euch noch viel Spaß beim Spielen und wir sehen uns beim nächsten Guide. Also bis dahin, ciao, ciao.